Tolle Stimme, tolle Frau, tolles Lied. Herzlich willkommen, Helen Schneider. Und selbstverständlich live gesungen. Bitte schön. Sie müssen sich gerade Gedanken machen, der da sitzt immer so. Das ist ein Bundeswehrsoldat. Das habe ich schon gesehen. Das Schöne ist, wir müssen überhaupt nicht mit einem Dolmetscher arbeiten, weil Sie sprechen hervorragend Deutsch. Woher können Sie das Deutsch? Du bist so charmant. Ja. In 1987 für Helmut Baumann im Theater des Westens habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Habe ich Deutsch denn begonnen? Oder das war völlig korrekt, anyway. Ja. Alles ja, wunderbar. War für ihn, für eine Rolle. Also und es ist im Kopf geblieben, es ist nicht weggegangen. Also ich habe toll gearbeitet in den letzten Jahren. Leider bis vor 2 Jahren ging ich immer zurück zu meinem Zuhause. Das war meistens USA und dann inzwischen in Frankreich. Ich hatte keine Chance, wirklich Deutsch zu üben. Aber jetzt habe ich ein bisschen bessere Chance damit. Perfekt, wir haben alle wunderbar verstanden. Schön, dass Sie da sind. Lass uns doch bitte noch mal gucken, liebe Helen, wie Helens Karriere in Deutschland begann. Willkommen, Helen. Willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen von ganzem Herzen. Das ist Helen Schneider, als sie 1978 nach Deutschland kommt. Zu diesem Zeitpunkt schlägt der spätere Kabarettstar allerdings noch ganz andere Töne an. Ein bisschen Nena, ein bisschen Nina Hagen und ganz viel Hard Rock aus ihrer Heimat New York. Kein Wunder, dass Panikrocker Udo ihr den Hof macht. Bandbreite, Rockröhre und Mega-Musical-Stimme. Helen Schneider wird mit Liza Minnelli verglichen. Was mag ich mit dir? Die Haare kürzer, die Lieder ernsthafter. Drei-Groschen-Oper, Tribut an deutsche Klassiker und aktuell an die schönsten Songs aus ihrer Heimat. American Songbook, das Album für Schmusestunden. Ja. Du musst ja gar nicht so viele Stunden, hört sich ganz toll an. Helen Schneider, eine Europäerin aus New York, darf man nur sagen. Wie hat sie eigentlich in Deutschland entdeckt, dass sie ins deutsche Fernsehen gekommen sind? Also eigentlich schulde Alfred Biolek meine Karriere in Deutschland. Der brachte mich zu einer Show, er hatte, heißt Bios Bahnhof. Ja, und kann man sich auch daran erinnern. Hat mich gezwungen. Eigentlich ist alles hängt auf dieses kleines Lied, denke ich. Dieses ein Knabe in Russland stehen. Da hat mich gezwungen, dieses Lied zu lernen auswendig, weil ich kannte kein Deutsch durch diese Zeit. Und das war eine ganz große Durchbruch für mich. Und ja. Udo Lindenberg war natürlich später auch sehr verliebt. Ja, also Udo kam zu mir in New York. Ich war in einem kleinen Club, heißt Lone Star Café. Der kam auf Rollschuhe. Mhm. Ich dachte, hier ist ein verrückter Mensch, eben mehr verrückt als ich. Und hat mich gefragt, ob ich Interesse hatte, nach Deutschland zu kommen mit ihm auf Tournee. Und ich gehe bei meiner Nase normalerweise. Und ich roche einen wunderbaren Mensch. Und ich habe ja gesagt und so. Ist auch gut gelaufen. Danach. Ist wunderbar gelaufen. Helen, echt ist, toll. Sind Sie generell so ein Nasenmensch, dass Sie wirklich entscheiden über den Geruch Ihres also Nachbarn, ich ob Sie jemanden mögen? Ich glaube an meinen Instinkt für Leute. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also manchmal denke ich, ich glaube an I don't know, Reincarnation, wie sagt man, Wiedergeburt. Wiedergeburt, ja. Weil manchmal man trifft Leute, das muss passieren für jede, oder? Man trifft eine Person und man denkt sofort, alles ist in Ordnung, wie man hat diese Person Wir sind uns in dem anderen Leben schon mal begegnet, ja? Ja, so eine innere manchmal denke ich, es ist, weil man kannte diese Person von einem früheren Leben oder was, aber es hat keine richtige Logik. Mhm. Wir haben immer nur von Männern geredet und der Faszination, aber es ist auch so, dass ich sie auch unheimlich gerne anschaue, weil sie sind so eine Frau, die prägt sich ein. Also man kann den Blick nicht so lösen von ihnen. Und Helen, aber und man kann sich doch nicht vorstellen, dass Sie, als Sie so im Teenie-Alter waren, dass Sie es faustdick hinter den Ohren hatten und Ihren Eltern böse, böse Sorgen gemacht haben. Naja, manchmal, ich kann das auch nicht fassen. Und ich bereue das eigentlich ab und zu, weil zum Beispiel mein Vater ist mein größter Berater. Der hat ein Wissen, der war ein Wissenschaftler sowieso, aber der ist ein unglaublicher Mensch. Aber in dieser Zeit, ich wollte eine Unterhalterin sein.
Und mein Vater könnte nicht zurechtkommen mit diesen Idee. Und so, ich habe einfach zwei Jahre gesagt, ich hau ab. Ihr ja, Lieben, ich ging weg. Eigentlich, ich habe das als, es war nicht so mutig, wie alle denken. Ich ging zum Summercamp und ich kam nie zurück. Ja. Es war, you know, goodbye, alles in Ordnung, aber dann kam ich nie wieder. Es war furchtbar. Und Mama und Papa mussten eine Vermisstenanzeige genau, aufgeben. Ich bin über 50 und ich habe keine Kinder selbst, aber ich gucke auf, was ein 17-jährige alte Mädel ist jetzt. Und ich kann nur beginnen zu fassen, was das war für meine Eltern. Und ich empfehle das niemand, weil für beide Seiten war das sehr schwierig. Worauf wir uns jetzt freuen, dass wir jetzt noch einmal unseren Weltstar Helen Schneider, nämlich hier bei der aktuellen Schaubude, hören dürfen. Mit einem Song von ihrem neuen Album Dream a Little Dream. Und zwar ist das nicht irgendein Song, sondern das Lied, das die Amerikaner zu ihrer Lieblingsfilmmusik in der gesamten Geschichte, seitdem es Filmmusiken gibt, gewählt haben. 1939 von Judy Garland gesungen und 70 Jahre später hier bei uns von Helen Schneider, Somewhere Over the Rainbow. You dare to dream, really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney top. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. And why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Jo Ambrose, meine Damen und Herren. Helen Schneider. Ist einfach wunderbar. Ja. Auch bei uns.